Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, das Mittelalter. Ich schaue gerade so rüber auf OBS und gucke, ob da jetzt alles passt. Ja, geht so. Außer ich die Aufnahmezeit tatsächlich nicht sehe, weil ich das Fenster falsch in der falschen Größe habe. Ich habe in der Zeit, die zwischen den beiden Aufnahmen liegt, das ist etwas mehr als ein halber Tag, mal die Gelegenheit genutzt und habe die Lava überarbeitet. So einige Stunden lang. Das heißt überarbeitet, ich habe sie komplett neu gemacht. Sagen wir mal, wie es ist. Die alte Lava, die war so ein stark angelehnt an ja, andere TPs und hat mir nie wirklich gefallen, weil man Kompromiss aus fehlenden Fähigkeiten zu der Zeit. Der Preis ist, dass wir eine komplett neue Lava bekommen und da läuft ein Strider rum. Ist ja witzig. Die gucken wir uns jetzt einmal an. Wenn wir schon hier sind, warum nicht, sage ich. Warum nicht? Ich möchte nicht in den Tod stürzen, bitte. Und von euch möchte ich auch in Ruhe gelassen werden. Das ist ja das Magma, wie gehabt. Da wird sich auch, glaube ich, nichts dran ändern. Und das ist die neue Lava, die jetzt so richtig auf Lava auch basiert. Probleme immer natürlich bei dem Ding ist, auf die Riesenfläche wird so eine Textur repetitiv. Aber ich mag vor allem die Fließanimation. Die hat mich... Da bin ich fast dran verzweifelt. Aber ich bin glücklich mit ihr. Und mit dem Rest eigentlich auch. Ich glaube, auch wenn er sich die ganze Zeit wiederholt, für Lava ist es okay. Es ist ein bisschen eindrucksvoller, finde ich, als die alte. Und bei diesen großen Flächen sieht eh alles immer doof aus. Sieht man ja auch hier. Wobei es wird ja rundherum gedreht, aber das ist auch durch die Animation. Man sieht auch hier die Animation nochmal. Also das Wackeln kommt vom Shader, ne, muss man ganz klar sagen, aber ist auch das animiert und ja, das ist halt, da bin ich sehr angetan von tatsächlich. Ja, und ich bin glücklich, es kommt mit dem nächsten WMTP-Patch, ist dann auch die neue Lava drin und die alte, die so irgendwie so, ja, außer wie woanders auch, die ist dann weg. Das ist so Anfängerfehler. Diese Lava. Und ich habe sie immer von mir hergeschoben, weil die Animation gerade hier von diesem fließenden Ding, die ist halt brutal schwer. Die besteht aus 64 Texturen übrigens, die Animation. Und ja. Man sieht auch, die fließt da so verschieden schnell irgendwie so. Das ist schon, es war schnell weg. Letztendlich, glaube keiner schaut lange auf die Lava, aber ich bin trotzdem dankbar, dass wir da jetzt was Richtiges TP-Passendes haben, was auch einfach komplett zu 100% TP-Style ist. Ja, genau. Jetzt habe ich noch immer überlegen, ob ich mir einen Stein mache. Ich hätte den Stein hier gerne so ungefähr in der Farbe vom Cobblestone. Ist aber auch wieder sau viel Arbeit, weil das ja in dem Fall, wir reden hier ja vom Connected Textures Stein. Und der hat ja schon 16 Texturen und dann hat die Kohle 16 Texturen, das Iron, Gold Ore, Diamond Ore, Emerald, also Smaragde, Redstone, weiß ich nicht, Redstone Ore, jetzt neu noch Copper Ore für den Snapshot. Das ist brutal. Also wenn ich den anfange, nur einen, also umzufärben. Und dann muss ich natürlich noch gegebenenfalls, wobei die passen besser, die ohne Connected Textures. Die passen tatsächlich besser. Die könnten bleiben, wie sie sind, glaube ich. Denke ich. Deshalb ist auch hier für mich Minecraft bauen wie Urlaub. Wenn ich vergleiche, was ich sonst immer mit Minecraft mache, ist das hier alles immer Urlaub pur. So. Da können wir ja mal von unten ein bisschen rummachen. Weil ist klar, hier muss die Mauer eh lang und wenn die Holzmauer erstmal noch stehen bleibt, zumindest bis zum gewissen Punkt, da vorne kommt ja das Tor, da werden wir davon abweichen müssen. Allein schon deshalb, wenn die Holzhütte draußen stehen bleiben soll an der Mauer, ja, das gab es, das wurde auch kritisiert tatsächlich, wenn ich sage, die Hütte bleibt draußen stehen, das wäre für Angreifer sonst wie, wäre es ein Zugang und so, ja, aber tatsächlich war das sehr üblich, dass sich außen an Stadtmauern schon mal auch irgendwelche Slums gebildet haben. Ich glaube, das sieht man bei Witcher auch, bei Witcher 3 in irgendeiner Stadt ist es auch so. Da drängt sich außen was an der Stadtmauer, bilde ich mir zumindest ein. Kann mich irren. Möchte Witcher da jetzt kein Unrecht tun?
Ich meine mich den Sinn, das wäre da so gewesen, dass es das auch gab. Ja. Müssen wir da, also ich würde sagen, ab da, da gehen wir auf die Mauer. Hier ist jetzt noch das Zeug drin. Na gut, das ist jetzt erstmal egal. Naja. Ich bin auch gedanklich immer wieder dran. Und das verwerfe ich dann aber auch ständig wieder. Und trotzdem juckt's mich. Ich bin immer wieder dran gedanklich und überlege, ob es Sinn macht, mit deinen 17 eine komplett neue Welt anzufangen. Ich kann es aber einfach für mich nicht beantworten. Ich nehme an, das kannst du für mich auch nicht beantworten. Das kann, glaube ich, keiner für mich beantworten. Aber man denkt darüber nach, ne? Vor allem, weil ich da jetzt eine Welt gefunden hatte, zum Beispiel, die mir so richtig gut gefallen hatte. Und die verführt mich halt so ein bisschen, zum Beispiel. Da wäre in dem Fall allerdings von Anfang an der Seed bekannt. Hier ist er ja immer noch mehr oder weniger geheim. Auch wenn er nicht geheim ist. Man kann ihn ja sehen, ne? Man kann ihn ja lesen, wenn man es möchte. Aber letztendlich, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, muss die Mauer überhaupt villagerfreundlich am Ende sein? Dürfen die in die Burg? Weiß man alles nicht, ne? Weiß man alles nicht. Also ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob die Villager in die Burg dürfen werden können, tun. So. Gut, jetzt haben wir hier den Punkt, wo ich mal gucken muss. Na gut, die Kiste stellt mich jetzt nicht vor unlösbare Probleme, zum Glück. Da sind Eier drin. Toll. Warte mal. Weiß nicht, ob da oben jetzt ein Hühnchen lebt, keine Ahnung. So, dann habe ich hier noch dieses wunderbare Löwenzahn. Stuff-Zeug. So. Jetzt wächst er eben da. Da kann ich bei der Gelegenheit auch gleich den Mohn rausreißen. Silbermohn. Der wächst jetzt da hinten. Der Lesepult steht aber auch bescheiden, ne? Ich stell ihn mal rein. Das ist ja hässlich. Hat keiner sich hier beschwert drüber. Ist hier bei der Wave Plätzchen für ein. Ist da was drin? Nein? Doch gut, dann machen wir mal ein Lesepult hin. So, Wavechen. So, muss ich die Wave mal fragen, ob die jetzt in Zeiten, wo ja jetzt alle Leute WhatsApp langsam, aber sicher den Rücken kehren. Wir sind auch dabei. So, Schritt für Schritt. Wir haben ja schon jetzt Signal, Streamer und Telegram als Alternative. Wobei Telegram nicht tatsächlich so als nicht die perfekte Alternative zu WhatsApp rausstellt. Ist aber sehr komfortabel, das Ding. Also viel komfortabler als WhatsApp zum Beispiel. Nur, ja, was soll ich sagen? Ach, Wäfchen, ne? Bist du immer noch bei SMS oder kriegt man dich dann zukünftig auch über Messenger? Würde mich ja mal interessieren. Weil gerade Signal ist auch echt nicht schlecht. Ist noch ein bisschen hinterher. Also so grundsätzlich die Standardbedienung ist, sag ich mal, eh überall die gleiche. Aber so ein paar Features sind bei Signal nicht so gut. Aber, und das fand ich ganz geil, bei Signal ist eigentlich, die haben eine sehr gute Anwendung für den Rechner dazu. Da sind sie tatsächlich anderen gefühlt voraus. Ach, hier ist alles voller Fässer. Was haben wir denn da gemacht? Warum ging es denn da? Ging es da um Fischer? Was war denn Fischer? Oder wer braucht denn Fässer überhaupt von diesen Kerlen hier? Was ist denn das? Gut, ich würde es jetzt unten hier reinlegen, weil da hätte man auch als fürs Mühlrad, ne? Hätte man das hier auch nehmen können, so Fässer. Mit so Eisenbeschlägen, das hätte eigentlich gut ausgesehen. Ich probiere das mal. Wir haben gerade zufällig hier welche da. So. Verbindet sich das? Ja. Wunderbar. Die Frage ist, kriege ich das da jetzt irgendwie noch dran gesetzt, vernünftig? Wahrscheinlich so und so. Nein, das mache ich vernünftig.
Nee, hat nicht geklappt. Ich hätte es gern da dran tatsächlich. Du verkackeierst mich doch, ne? Wenn ich jetzt oben drüber mal kurz irgendwie einen Erdblock setze, kriegt das dann wohl hin? Ich muss da wohl Fass an Fass setzen können, oder? Weil da sitzt das ja so, sollte er eigentlich nicht. Wenn ich es dahin setze, setzt das natürlich so, ne? Also machen wir hier nochmal weg. Machen jetzt hier auch eine Erde hin und machen so. Das ist schräg. Das ist in der Tat schräg. Liegt das hier dran, dass ich hier unten so im Loch bin? Oder was hat das für eine Ursache? Warte mal, ich muss ja mal, glaube ich, ins Bett gehen. So. Seltsam. Sehr seltsam. Wenn ich jetzt hier, ne, die Erde wegmache. Hol mir das hier auch gerade mal. Dann stelle ich mich mal hier in so ein Loch rein. Wenn ich jetzt hier so vis-à-vis bin, dann müsste er es doch eigentlich auf mich zusetzen, oder? Ach, jetzt tut das. Der ist so sensibel. Ach, shit. Schade, meine ich natürlich. Schade. So. Nicht das dabei, was ich mir jetzt für einen Mühlstein wünschen würde. Jetzt gucken wir mal. Ja, ist doch super. Oder? Ich finde es gut. Ja, kann man machen, kann man machen. Wo habe ich denn die jetzt her? So. Sind das hier ein Burgtor wird? Und da ist Mauer, ne? Also das da ist Mauer. Das wird Mauer. Wir haben ja nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten wegen den Villagern. Irgendwann sollte ich mir vielleicht auch mal einen Villager-freien Bauplatz suchen. Wobei, ja, sollte man echt einfach mal für sich und nicht für die mit den Villagern in meinem Blick. Das wäre gut. Ich hole mir mal kurz noch Stufen und tausche vielleicht mal so ein paar Sachen weg, die ich so nun gar nicht brauchen kann. Passarbeiter. Achso, Sand und Kies, ne? Da hatte ich nämlich irgendwo einen Kies. Alle anderen Steine. Ja, es stimmt. Ich tue auch die Büsche mal weg. Obst und Gemüse. Nein, da sind sie nicht. Da unten sind sie. Gut. Oh, passt genau. So, und dann haben wir doch auch hier noch garantiert irgendwo, na, immerhin 21. Also, das ist mehr, als ich aktuell brauche. Ich nehme mal, wenn ich schon hier bin, auch erstmal noch ein bisschen Bruchstein mit. So. Gut, dahin muss die Mauer auf alle Fälle. Der Punkt tatsächlich ist, dass wir dann auf der Breite hier bleiben an der Stelle, ne? Das wird jetzt erstmal durch ein Steintor ersetzt. Ist ja eigentlich safe, man weiß es nicht genau. Da traue ich dem Romanus tatsächlich in dem Punkt nicht so sehr. Der ist zu kreativ spielerisch. Auch wenn ich in anderen Punkten sehr traue, auf die es ankommt, aber in diesem geht's so. Kreativspieler sind eine Gefahr für jeden Servalisten. Das habe ich auch schon gelernt, als nicht so ultra erfahrener Servilist. Ich würde das hier auch wieder einrücken. Da oben kommt ein Stein drauf.
Oder es bleibt bei Holz. Den Teil versteinern wir auch schon. So. Ach, da war es das schon wieder. Das wird ja von oben dann gemacht. Wir graben uns ja nur durch und dann sehen wir, wo wir sind. So, die Villager schlafen an der Stelle schon etwas sicherer. Weil sie hinter einer Steinwand schlafen übrigens. Das ist der ganze Grund. Ist natürlich besser als hinter einer Holzwand. Der Bruchstein ist schon echt schön geworden, ne? Die gründliche Überarbeitung. Sehr schön. Ach so, es muss auch nach oben gehen jetzt, ne? Wir müssen ja da rüber hoch. Das geht auch hier schon. Eins hoch müssen wir. Wie wir es genau umsetzen, weiß ich noch nicht. Weil letztendlich müsste hier ja schon, wobei das ist eine Stelle, wo es eigentlich wenig auffällt, weil man, na doch, da hat man schon einen langen Blick drauf, aber nicht so einen langen Blick, glaube ich. Warte mal, da komme ich noch hoch. Gut. Ist das hier jetzt eine, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn da jetzt angestellt? Ich setze den hier drauf und dann will ich, ja gut, ich will mich vielleicht hier draufstellen, ja. Das ist, das seltsam ist es. Seltsam. Gut. Wenn wir jetzt, aua, wenn wir jetzt hoch müssen, können wir es hier erstmal so machen. Hier draußen ist die Mauer, also drinnen, schon früher hochgegangen. Das macht hier aber keine Probleme, ne? Nein. Da würde ich ja auch noch, zumindest hier schon mal anfangen mit hochgehen. Ich entreiße hier dem Holzkonstrukt einen Teil seiner Teile. So, und das auch weg. Nach all der Zeit. Wie oft man Dinge umbaut bei Minecraft, ist eigentlich auch schon ein Phänomen. Würde ich sagen. So. Es kommt schon des Öfteren mal vor, sagen wir es mal so. Oder ist es nur bei mir so? Gut, ich baue ja auch das TP mal wieder um auf dem Weg zur Perfektion. Also ich versuche es zumindest. Ob das dann so gelingt, ist immer noch mal eine andere Sache, aber der Versuch ist halt da, ne? Immer besser zu machen, um immer ein besseres Erlebnis zu bieten. Und nicht alles wird dabei auch immer zu 100% mit Beliebtheit bestraft, das weiß ich auch. Also, bestraft, aber wird nicht alles 100% beliebt sein, was man so tut, aber man tut das halt so gut man kann, ne? So. Das ist gut, dann kommst du hier. Ach, das ist jetzt schlecht. Da will ich das hier ein bisschen vorziehen, dann geht's wieder, ne? Eigentlich braucht man den nicht. So, dann sind wir hier auf dem Level. Mal mit dir. Freundchen. Eigentlich, ach so, die unterstützt seit irgendwann kein Dings mehr, ne? Keine Transparenz. Hat er mal gemacht. Glaube ich. Was machen wir mit dir? Können wir dich. Eine Leine, wurde mir gesagt, ginge. Ja? Gut, wenn das so ist, dann hole ich mal gerade eine Leine. Man hat mir gesagt, Leine geht. Und da verlasse ich mich drauf. Wenn man mir sagt, Leine geht, geht Leine. Was macht denn das freilebende Schaf hier eigentlich?
Leine geht. So wahnsinnig viel Leinen haben wir eh nicht. Ich glaube, das ist irgendwas mit Schleim und naja, Schleim. Das ist auch ein Thema für die Bonuskiste, ne? Viele Dinge. Viele Dinge sind Dinge für die Bonuskiste. Fehlt halt einfach ansonsten ständig die Zeit dafür. So. So, komm. Geronimo! Komm. So. Ging eigentlich ganz gut. Das ist ja eh schon ganz. Das ist ja schon im Ruhestand, fast, wenn man sich so anguckt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es sich kaputt geht. Also war aber scheinbar unbegründet. Dafür war es nicht tief genug. Ist ja doch schon auch ein Eisenmann, ne?